Hallo liebe Zuschauer, mein Name ist Gabriele Appel von der Jerusalem Foundation. Schön, dass Sie auch heute wieder eingeschaltet haben. Tja, was verbindet eine jüdisch-arabische Schule in Jerusalem mit Handball in Erlangen? Wo geht im Lockdown ein europäischer Kulturmanager ins Konzert? Und wie engagiert sich ein ehemaliger bayerischer Staatsminister für jüdisches Leben in Bayern? Diese und viele andere Fragen diskutiere ich mit Gästen aus Politik, Kultur und Gesellschaft. Jede Woche schalten Sie ein, seien Sie dabei. Ich freue mich auf Sie. Und auch heute habe ich wieder einen ganz spannenden virtuellen Reisegast hier bei mir. Verbunden bin ich jetzt mit dem Referent für Arbeit und Wirtschaft der Landeshauptstadt München, Herrn Clemens Baumgärtner. Hallo, Herr Baumgärtner. Herr Appel, grüß Gott. Ja, schön, dass Sie sich heute die Zeit nehmen, für unseren Homeoffice-Talk hier eine kleine, kurze, virtuelle Reise nach Jerusalem. Und ich steige gleich schon mal mit der Frage der Fragen ein, hier im Moment in München für Sie. Sie sind ja auch der Wiesn-Chef. Und da möchte ich natürlich gerne wissen, was gibt's Neues in Sachen Oktoberfest 2020? Naja, der Ministerpräsident und unser Oberbürgermeister Dieter Reiter haben ja beide sich klar positioniert zu dieser Frage. Die Wiesn findet nicht statt. Und ich glaube, dass das momentan auch wirklich die sinnvollere Entscheidung ist, denn wir haben weder ein Impfstoff, die überzeugen, und die Gefahr, die von großen, von Massenveranstaltungen ausgehen, die kennen wir. Und Sicherheit steht für uns, für mich persönlich, aber auch für die Landeshauptstadt München als Veranstalterin des Oktoberfests natürlich an erster Stelle. Ohne Sicherheit kann es kein Oktoberfest geben. Und deswegen ist die Entscheidung richtig, zu sagen, dieses Oktoberfest findet dieses Jahr nicht statt. Ja, dann komme ich mal auf das letztjährige Oktoberfest zu sprechen. Da habe ich noch das schöne Bild vor Augen. Da saßen Sie beim Trachten- und Schützenzug in Ihrer Kutsche mit drei Ehrengästen, und zwar der Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Frau Dr. Charlotte Knobloch, der israelischen Generalkonsulin Sandra Simovic und dem chinesischen Generalkonsul Zhang Yue, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Absolut. Da frage ich mich jetzt, warum speziell diese Ehrengäste, warum hatten Sie sich speziell diese drei Ehrengäste ausgesucht für diese besondere Fahrt? Ich habe mir überlegt, so auch in der Historie, wie meine Vorgänger dieses Oktoberfest gehandhabt haben, und es ist natürlich schon was Besonderes, in der Kutsche aufs Oktoberfest zu fahren. Das ist ein Privileg, das eigentlich der Stadtspitze, dem Oberbürgermeister, der zweiten Bürgermeisterin, der dritten Bürgermeisterin vorbehalten ist, und dem Wiesn-Chef. Und der Wiesn-Chef darf dann in der Kutsche auch Gäste mitnehmen, und ich habe mir überlegt, damit ist ja auch eine Aussage verbunden. Was und wen nehme ich mit, soll ja auch ein Signal senden an alle, die zusehen, an alle, die das Oktoberfest mögen, und an alle, die natürlich dann sich die gleiche Frage stellen, wie Sie sie mir gerade gestellt haben: Warum hat der die mitgenommen? Und die Antwort ist eine ganz klare. Als ich hier in dieses Amt neu gewählt worden bin, habe ich mir überlegt, mit welchen Regionen auf der Welt möchte ich München wirtschaftlich ganz besonders eng verknüpfen und ganz besondere Kontakte aufsetzen, intensivieren. Und da war Israel natürlich an erster Stelle, ein Land, das mit besonders viel Unternehmergeist, mit Erfindungsreichtum, mit besonders viel, ich würde es mal sagen, Köpfchen in der Welt von sich hören macht, das über sehr tragfähige, stabile, gute Beziehungen zu Deutschland zum Glück mittlerweile verfügt und vor allem natürlich auch in München, gerade mit der auch physischen Präsenz der Synagoge mitten in der Stadt, ein wesentlicher Bestandteil der Stadt schon seit Jahrzehnten ist, und ich nenne es mal die jüdische Community in München, auch am wirtschaftlichen Leben natürlich eifrig teilnimmt. Und diese Beziehungen zwischen Israel und Deutschland, zwischen München und vielleicht doch bald auch mal einer Partnerstadt
die zu intensivieren, das war eigentlich die Absicht. Einfach um auch die Münchner Firmen zu verknüpfen mit denjenigen in Israel, die vielleicht Ähnliches machen, sich ergänzen, miteinander zusammen mehr bewirken können als der jeweils Einzelne. Und das war so das Ziel, das ich mir überlegt hatte, das ich so im Kopf hatte, und dann habe ich mir gedacht, das ist doch ein ganz gutes Signal. Und dann hatte ich zunächst die Konsulin, die Frau Simovic, gefragt, ob sie denn Lust hätte, mich in dieser Wiesenkutsche zu begleiten, und sie hat sofort Ja gesagt. Und dann habe ich mir gedacht, naja, da gehört aber eigentlich die Person dazu, ohne die in München das israelische Kulturleben kaum denkbar wäre. Und das ist natürlich Frau Dr. Knobloch, und die habe ich dann auch gefragt, die fand die Idee ebenso gut. Und ja, so kamen die beiden Damen zu mir in die Kutsche. Und der zweite war natürlich, oder das zweite Land, das für uns in München wirtschaftlich sehr bedeutend ist, ist China. Und das hat dann zum chinesischen Generalkonsul, dem Herrn Yu, geführt. Ja, Sie haben mir mal in unserer früheren Begegnung erzählt, dass Israel auch immer für Sie so ein Sehnsuchtsziel war, wenn es mal in der Zukunft um eine Fernreise geht. Sie waren bislang noch nicht da, aber Sie planen dorthin zu fahren, sicher mal, wenn es wieder möglich ist. Warum dieses ganz spezielle Interesse, das persönliche Interesse an diesem Land? Mich hat es immer schon fasziniert, wie man als ganz kleines Land in der Lage ist, sich zu behaupten. Mit Köpfchen, mit Ideen, mit Engagement, mit Kraft und mit Energie, sich doch in der Umgebung gut darzustellen und eben zu behaupten, die jetzt, sagen wir, vielleicht schon kompliziert ist. Ethnisch kompliziert ist und aus anderen Gründen. Und das hat mich immer schon angezogen, dieses Land mal zu sehen. Und als ich jung war, konnte ich es mir nicht leisten, nach Israel zu fahren oder zu fliegen, besser gesagt. Jetzt habe ich es mir zwar leisten können, aber ich war ja nun vorher in anderer Weise tätig und da war die Zeit immer sehr knapp. Und jetzt kommt beides zusammen. Die Verbindung nach Israel zwischen der Stadt München und Israel und auf der anderen Seite auch das berufliche Interesse natürlich. Und das führt dazu, dass ich diese Reise gerne machen würde und auf dieser Reise einfach viel auch von Israel kennenlernen möchte. Nicht die touristischen Hotspots, nicht die vielleicht Dinge, die man als typischer Tourist sieht, sondern das, was dahinter steckt. Ja. Die Industrie, die Betriebe, die Verwaltung, wie arbeitet man in Israel, wie lebt man in Israel, das sind die Dinge, die mich wahnsinnig interessieren. Ja, da komme ich jetzt auch gleich zu diesem Thema berufliches Interesse. Ich spreche ja jetzt speziell über Jerusalem natürlich, weil ich die Jerusalem Foundation hier in Deutschland vertrete. Wir erleben dort, und das ist vielleicht gar nicht so in den Köpfen der Menschen bislang verankert, einen wirklichen Boom, was Start-ups angeht. Jerusalem verbindet man normalerweise ja mit über 3000 Jahren Geschichte, mit viel Kultur, mit viel Religion, aber es gibt da tatsächlich mittlerweile ein wirklich kräftig expandierendes Tech-Ökosystem, kann man fast sagen. Und wenn Sie jetzt solche bilateralen Wirtschaftsbeziehungen, sage ich mal, initiieren würden in der Stadt, was wäre da auf Ihrer Agenda? Auch eher so diese Start-up-Szene? Mit Sicherheit, mit absoluter Sicherheit. Wir versuchen ja auch in München diese Tech-Szene, Start-up-Szene, die sich im technischen, aber auch im kulturellen Bereich, ich denke da an Gaming-Design, und an solche Dinge, die man in erster Linie mal eher vielleicht klein meint oder klein wähnt, die aber tatsächlich in München einen sehr, sehr großen Teil der Wertschöpfungskette ausmachen. Startups sind sicherlich ganz, ganz vorne, weil sie einfach auch die Zukunft weisen, weil sie die Zukunft unseres Arbeitslebens bestimmen werden, aber auch die Zukunft unserer Wirtschaft. Nicht vernachlässigen darf man aber auch das Ökosystem, aus dem solche Startups entstehen können. Also wie geht man in der Verwaltung damit um? Wie fördert man Startups? Was tut Jerusalem, was tut Israel dafür, dass diesen Startups gut geht?
von dem Bereitstellen von Raum über die Banken zur Finanzierung. All diese Hintergründe sind das, was mich interessiert und auch woher kommen die Leute, was haben sie für Vorbildungen, kommen sie aus der Universität oder wie ich mittlerweile auch erfahren durfte, viele, die im israelischen Militär sehr, sehr gut ausgebildet worden sind und dann Unternehmen gründen. Und das sind so Themen, die man von außen zwar hört, aber fühlen, sehen und erfahren kann man es nur, wenn man mit den Menschen vor Ort spricht und auch die eigenen Eindrücke dann tatsächlich mitnehmen kann. Ja, genau. Also da wird es wirklich Zeit, dass Sie rüberkommen zu uns. Auch bei der Jerusalem Foundation haben wir da viel zu zeigen. Wir unterstützen ja auch jüdische und arabische Startups genau in dem Bereich mittlerweile. Also ich hoffe, dass Reisen bald wieder möglich sind und dass wir Sie dann auch in Israel begrüßen dürfen, Herr Baumgärtner. Zum Schluss dieses kleinen Talks nenne ich Ihnen jetzt noch zwei Begriffe und Sie sagen mir einfach ganz spontan in zwei, drei Sätzen, was Sie damit jeweils verbinden. Der erste ist Europa Mai 2020. Europa Mai 2020 oder überhaupt der Europa Mai, der lässt mich immer wieder zu Schumann, einem der würde ich sagen, Gründer, damals noch der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, so umständlich hieß es, ich würde jetzt vereinfacht sagen, von Europa zurückkommen, der immer sinngemäß gesagt hat, Europa entsteht nicht aus dem Reden, sondern aus dem Tun. Und wir erfahren ja gerade jetzt in ja. Covid-19-Zeiten, dass die Besuche auch innerhalb Europas wieder ganz limitiert sind, aus gesundheitlichen Gründen, aber das lässt vielleicht auch die junge Generation, die nicht mitbekommen hat, was es heißt, früher nach Italien zu fahren oder über Grenzen zu kommen, Grenzkontrollen mitzumachen. Ich glaube, das ist der simpelste Weg, Europa durch ein Tun zu erfahren. Aber da gibt es auch viele, viele andere Themen, die wirtschaftliche Komponente, die gerade für München sehr, sehr interessant ist. Wir liefern ja viele Waren und Güter, der wunderbar immer genannte große Autobauer in München, der sehr, sehr davon profitiert, dass es in Europa freie Grenzen gibt, dass man in Europa sich frei wirtschaftlich betätigen kann. Und das Tun, so sagte Schumann, das ist das, was Europa erlebbar macht. Und das verbinde ich auch immer mit dem Mai, nämlich daran zu denken, was einer der wesentlichen Gründer der EU meinte, nicht reden, sondern tun. Ja. Also dann hoffen wir mal, dass der Mai 2020 noch auch in Ihrem und unser allem Sinne verläuft. Der letzte Begriff, den ich für Sie habe, ist das Homeoffice. Es ist ein Begriff, der mir einerseits sehr fremd ist, weil ich sehr, sehr wenig oder kaum im Homeoffice tätig bin. Bei mir hat der Tag meistens eher 14, 16 Stunden und die verbringe ich dann tatsächlich bei vielen Besprechungen, aber meistens auch im Büro. Ich persönlich bin der Meinung, zu Hause ist zu Hause und die wenigen Stunden, die man zu Hause verbringt, die sollte man dann auch wirklich ohne Homeoffice verbringen. Aber ich muss anerkennen, dass es viele gibt, die im Homeoffice sehr, sehr gute Arbeitsleistungen erbringen und die das Homeoffice tatsächlich als eine gute Möglichkeit ansehen, Familie und das Zuhause mit der Arbeit zu verknüpfen. Und für diejenigen freue ich mich, dass es jetzt auch, gerade wenn ich an die städtischen Kolleginnen und Kollegen denke, gute technische Möglichkeiten gibt, so wie die, die wir jetzt gerade nutzen, miteinander zu sprechen, einander zu sehen, miteinander auch in Kontakt zu bleiben. Und finde eigentlich das, was wir jetzt als Homeoffice praktizieren, wirklich eine schöne Ergänzung zu einem Arbeiten im Büro, wobei ich schon der Meinung bin und fest glaube, dass ein Platz im Büro auch in der Zukunft nur für sehr, sehr wenige nicht mehr existieren wird. Ich glaube, das ist auch so ein gewisser Anker, den es braucht. Aber lassen Sie uns doch mal schauen, wo die Entwicklung in der Zukunft hingeht. Ich glaube, da werden wir noch viele Neuerungen sehen, die das Leben einfacher, angenehmer machen und vielleicht auch dazu beitragen, dass die Leistung steigt. Damit mehr produziert wird, damit wir als Stadt mehr Steuern einnehmen und uns wieder all die Dinge leisten können als Landeshauptstadt München, die wir für unsere Bürgerinnen und Bürger so gern bereitstellen.
Ja, ein sehr hoffnungsvolles Schlusswort, Herr Baumgärtner. Ich entlasse Sie allerdings nicht aus diesem Talk, bevor ich Ihnen das Fragezeichen gezeigt habe, hinter dem sich ja ein nächster Überraschungsgast verbirgt. Und jetzt möchte ich natürlich gerne von Ihnen wissen, wen empfehlen Sie mir für ein nächstes Interview? Ich würde Ihnen einen lieben alten Freund, nicht alt von Jahren, aber einen guten Freund empfehlen, der mir auch immer ein guter Ratgeber war und ist, sowohl persönlich als auch in der Politik, den ich seit Jugendzeiten an kenne, und mit dem ich nicht nur die Politik, sondern auch eine persönliche und lange Freundschaft verbinde. Das ist der frühere zweite Bürgermeister der Landeshauptstadt München, Manuel Pretzel. Ich glaube, dass Sie da einen Gesprächspartner haben, der Ihnen sehr, sehr viel erzählen kann, persönlich, was er erlebt hat als Bürgermeister. Er ist jetzt der neue Fraktionsvorsitzende der CSU im Münchner Stadtrat. Ja. Und er hat, glaube ich, wirklich viel zu erzählen und ist ein interessanter Gesprächspartner. Ja, da freue ich mich sehr. Ich hatte auch sogar das Vergnügen, letztes Jahr Herrn Pretzel beim Israeltag auf dem Odeonsplatz kurz zu sprechen. Dann lässt sich das ja in einem Talk hier bei uns im Homeoffice vertiefen. Sehr schön. Herr Baumgärtner, ich danke Ihnen herzlich für Ihre Zeit. Das war der Referent für Arbeit und Wirtschaft der Landeshauptstadt München, Clemens Baumgärtner. Bleiben Sie gesund und auf bald. Wiedersehen. Vielen Dank fürs Interview, Frau Appel. Bleiben Sie gesund. Dankeschön. Danke. Ja, und das war's auch schon wieder bei unserem Homeoffice Talk. Ich hoffe, diese virtuelle Reise nach Jerusalem hat Ihnen gefallen. Wenn Sie sich für die Projekte der Foundation interessieren, schauen Sie einmal auf unsere Website jerusalemfoundation.org oder schreiben Sie mir eine E-Mail. Ich freue mich in jedem Fall von Ihnen zu hören. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.